Hallöchen, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zum Bausimulator mit den Stefan. Mahlzeit, Randy, grüß dir. Mahlzeit, wir sind noch am Asphaltieren, ich habe schon mal angefangen, ihr habt nicht viel verpasst, außer 18%. Ich fahre mal ein bisschen hinter durch, glaube ich. Kann ich mich schon mal hinten anfangen? Wir machen wieder Asphalt, Leute, das haben wir lange nicht gemacht. Hat man lange nicht mehr gemacht, ja. Ach, guck mal, wie schimmeln hier die. Das ist wie ein Teppich da drüben, ne? Naja, richtig sauber gearbeitet. Weil wir mal so Profis sind. Was? Ich wünsche mir echt ein Tempomat. Vielleicht gibt es da irgendwann nochmal die Option. Ich habe auch schon zigtausend Kombinationen von Tasten gedrückt hier. Oder man, warte mal, kann man hier vielleicht. Da steht ja auch nichts so in der Tastaturbelegung drin, also wird es denen eine geben. Ja, wahrscheinlich nur optisch erstmal. Hm. Das ist hier schon mal die Anzeige dafür, ne? Wenn das überhaupt die Anzeige damit gemeint ist. Ja, kann auch was anderes sein. Böse. Ja, beide mit Mopsgeschwindigkeit unterwegs. Nö. Maximal belastet. Aber der Spiegel ist echt wild hier, ey. Der Spiegel ist wirklich wild. Naja. Aber da kannst du halt sehen, ne? Ob du gerade fährst und so. Ich denke mal, dafür ist es halt da. Da guckst du ja, glaube ich, nicht so viel nach vorne mit dem Gerät. Ja, wenn wir den heute abschließen, glaube ich, der letzte Teil, oder? Müssen wir danach mal machen. Ich weiß es gar nicht. Nö, das müsste eigentlich der letzte Abschnitt jetzt. Ich wüsste nicht, was da noch passieren sollte. Ja, ich guck mal. Außer die unendliche Dankbarkeit der Bürgermeisterin, ja, und die korrupte, genau. Sonderzahlung, ne? Das erwarte ich ja. Die Nachbesprechung. So, unberüchtigte. Das war das noch mal erleben, dass wir gemeinsam einen Auftrag abschließen, ne? Naja, ich hab selber nicht mehr dran geklebt. Ja, so ist halt. Ich bin ja jetzt auf der amerikanischen Map, bin ich ein Dingens am Bauen, so eine Art Staudamm-mäßig, ne? So ein Wasserwerk, ne? Ach so. Da habe ich gebuddelt, ne? Ich habe 3 Stunden gebuddelt. 3 Stunden? Läuft. Ja. Muss man Bock drauf haben. Er hat auch voll Bock gemacht. Anzeige das manchmal ein bisschen. Ja, jetzt ist er. Was ist denn los? So, jetzt geht's weiter. Nur eine kleine Kante da gelassen. Naja. Oh, von der Innenperspektive kannst du nicht fahren. Ey, da wird es schlecht. Das habe ich letztens gehabt, auch bei Softies Factory hier, bei Satisfactory. Da habe ich mir so einen Hypertube, so einen mega langen gebaut und bin dann durchgefahren. Alter, wird dann richtig schlecht. Okay. Es ging so schnell, 5 Minuten oder so. Selbst Chat sagte, mach Bild aus. Besser ist. Ah, ja. Besser ist, ey. Da. Prozent haben wir schon, Randy. Super. Oh, Wahnsinn. Gut, halt nicht mehr. Bam. Einmal voll machen, bitte. Dann machen wir das halt anders. Eingeschlafen oder nichts anderes? Nö, ja, ich muss ein anderes Gerät nehmen. Der wollte nicht mehr. Gar nicht, ne? Der hat sich jedes Mal beim Geradeausfahren, also ich habe den zurückgesetzt. Ja. Und dann ist er zuerst die Straße vor ein paar Meter und dann hat er sich kein Millimeter mehr bewegt. Okay. Ja, ja. Vielleicht mal, war das gemeint, ne? Dass er so ein bisschen buggy ist halt. Ja, so ein bisschen halt, ne? Mhm. Machen wir halt einen anderen, ist mir auch egal. Kohle haben wir. Was verkauft wieder, ne? Ja. Nö, eingelagert, verkaufen konnte ich es gerade nicht. Ach so?
Hat mir nicht als Option gegeben. Ne, zieht doch mal ja durch, ihr Clowns. Vor allen Dingen, die haben grün, da könnt ihr gar nicht grün haben. Und Abfahrt, ne? Nicht? Jetzt aber. Komm. Let's go. Ich bin echt mal gespannt hier, Platinum-mäßig, was da noch so alles kommt. Da mit dem Steinmeister fand ich auch sehr gut. Ja, also nice to have halt, ne? Ja, das ist immer ein bisschen was anderes. Machst du ein, zwei Mal genau, die Steine sammeln, das war's dann. Ja, ist richtig. Danach hast du keinen Bock mehr. Danach hast du halt keinen Bock mehr, ja. Nee. Aber ich glaube, auf der Map musst du die entfernen, damit du an gewissen Sachen vielleicht kommst oder so. Könnte durchaus sein. Für Missionen halt, ne? Das wird halt so ein Missionsding sein, Last Chance, aber. Ja, gut. Naja, sollen sie alle machen. Ja, neues Gameplay halt, ne? Ja. Ja, cool, wenn man das als. Also nicht nur. Sagen wir mal so random macht, oder dass man vielleicht auch noch weitere Missionen implementiert, ne? Wie zum Beispiel. Wie zum Beispiel auch Lieferaufträge und sowas, ne? Standardmäßig. Von A nach B oder so. Dass man Sachen produziert zum Beispiel in einer, wenn man eine eigene Produktion hat, dass man dann zum Beispiel Mission bekommt und dann so und so viel liefern muss. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, wie du das meinst. Ja, sowas halt. Gibt's, glaube ich, eine Mod dafür, ne? Oder sowas. Ja, Liefermission, Mod, Skript, Gedöns da. Ja. Ja, und auf die Achterbahn bin ich gespannt, ne? Auch geil mit dem Schiffchen. Ja. Geht alles. Mit der Achterbahn, die baust du halt, dann fährst du immer, ne? Und dann hat sich so wieder erledigt. Ja, gut, die bleibt ja da und die kannst du ja immer die wieder bleibt fahren. Ja da. Und die Boote, wie ich das richtig verstanden habe, die sind unendlich. Kann man immer wieder bauen. Ne? Ja. Also das eine Ding muss wirklich kommen, also entweder ist der Cat dreimal größer oder das andere Ding ist wirklich komplett verbuggt. Ich verbrauche ja hier deutlich weniger. Ja, es ist aber verbuggt, ja. Also schwer. Ja, geht echt schnell, ne? Ja, ich muss halt nicht permanent öffnen. Ich habe jetzt noch die Hälfte drin. Das fehlt mir auch noch so eine Anzeige. Obwohl, da muss ich mal kurz gucken, ich entleere das mal. Nö, ich hau ja genauso viel rein wie in die andere auch. Echt? Okay. Ist die andere ja komplett verpackt. Also, hä? Ja. Also bei den nächsten Aufträgen nutzen wir nur das Get. So, schönes Ding nochmal. Musst du auch in Europa finden, die Dinger. Get ist ja hier auch vertreten. Ach, Caterpillar ist ja ganz viel, ne? Mhm. Auch gerade hier diese großen Kipper und so, hier bei Salzwerken und so ein Kram da, ne? Oder Erz oder sowas. Je nachdem, was du da abbaust. Da fahren die ja auch immer, ist ja auch gar nicht gegeben, dass die erfahren, ne? Mhm. Und da hat er doch Ansgar, glaube ich, auch mal ein Video gemacht, ne? Mit so einem großen Radlader und so einem Spaß, ne? Das war Liebherr. Das war Liebherr vor kurzem, aber ich meine, er hat das schon mal gebracht. Achso, das weiß ich wieder. Das ist schon länger her, glaube ich. Habe ich vor anderthalb Jahren oder so. Nee, das war kurz mal lieb, ja. Hast du denn schon mal ESO online gespielt, Randy? Wie gesagt, ne. Noch gar nicht. WoW, ne? Rift. Ja. Die Star Wars Gedöns damals und dann habe ich mit MMOs aufgehört. Okay. Bin ab und zu noch. Ist ja. Ich bin glaube bei Battle of Azeroth bin ich nochmal in WoW rein. Ja. Und für eine Weile, aber dann auch nicht mehr.
Da habe ich aber noch nicht jeden Tag gestreamt, weißt du? Ja, gut. Aber du könntest rein theoretisch, sag mal, könntest du ja auch streamen, ne? Wäre jetzt kein Ding. Ja, aber stimmt, das würde sich gerne angucken. Warum nicht? Habt ihr da Spaß daran? Ist ja scheißegal. Ja, das ist richtig, aber am Ende des Tages. Hupala. Also, so WoWS stream ich ja auch, ne? Also, ja, so, also wenn ich Bock drauf hab, das ist es jetzt nicht. Ja, aber jetzt so dauerhaft, ach, das ist. Ach, naja. Das ist dann wieder, du hast dann viel Diskussion. Erstmal immer die Diskussion, wann kommt der LS wieder, ne? Darauf hab ich keinen Bock. Und, egal, und die Leute, ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Leute, also wenn ich das vorher ankündige, als wir Gott hier so und so und so und so, ja, machen wir dann, was weiß ich, einfach mal einen Monat noch WoW, ja, dann ist es okay. Aber wenn die Leute abonnieren, abonnieren so, sie ja, ja auch dementsprechend vielleicht, weil sie das Zeug halt sehen, was sie halt sehen. Und wenn ich dann das auf einmal nicht mehr bringe, finde ich das dann auch ein bisschen unfair den Leuten gegenüber, die halt Geld dafür bezahlt haben. Ja, gut, das stimmt. Ja, klar, die unterstützen dich in erster Linie und nicht die Spiele, die du spielst, ja, ne? Aber ja, sowas halt immer mit Ankündigung, dann ist es weniger problematisch in meinen Augen. Ich habe das ja mittlerweile auch. Ich zocke ja aktuell, glaube ich, zweimal die Woche LS. Ne? Mhm. Und da spiele ich ja was anderes, ne? Also hier Bausee oder was habe ich noch hier? Satisfactory, Mark Island letztens gespielt, Death Stranding, da habe ich noch hier Big Ambitions letztens gezockt. Was? Big Ambitions heißt das. Nie gehört. Das ist ein Spiel, das gibt's auch noch gar nicht. Ist noch in einer ganz, ganz frühen Beta. Mhm. Und, kennst du so dieses Wirtschaftsgame als Startup-Company? Ja, sagt mir was. Ist von den Machern von denen. Mhm. Auch so dieser gleiche Zeichenstil mäßig. Allerdings ist das eine Mischung aus King of Retail, Sims und halt diese Startup-Company. Das heißt, du kannst Firmen gründen, auch mit, kannst du Autos kaufen, musst was zu essen holen, musst schlafen und sowas halt. Das ist schon sehr cool gemacht. Kannst dann auch eine Anwaltskanzlei aufmachen oder eben halt auch eine Frittenschmiede und so ein Kram. Kannst da individuell alles machen. Das kommt von nächstes Jahr in Early Access. Und da habe ich hier so eine Supporter-Version mir geholt. Ach so. Ja, einfach einen Supporter mal unterstützt, weil ich fand das Game schon richtig geil. Und ja. Moin. Moin. Ist schön. Hast du noch die Ecke hier? Hab mich verklickt. So. Und ja, ist auf jeden Fall sehr geil. Also es macht sehr, sehr viel Spaß. Hat auch Suchtpotenzial, weil du echt so viele Möglichkeiten hast. Du hast dann eine Metro, wo du einkaufen kannst. Du musst dann Lizenzen erwerben. Zum Beispiel musst du dann Wirtschaft studieren für gewisse Sachen. Oder Jura, wenn du Anwaltskanzlei aufmachen willst und so einen Spaß. Da gibt es dann auch Steuern, die du zahlen musst. Es gibt Strafen, du musst ein Auto parken, Auto kannst du fahren, wie so damals in GTA in 1 und 2. Mhm. Das sieht auch recht cool aus. Du kannst Sachen verladen und kannst alles einkaufen, du kannst ein Logistikunternehmen aufbauen, kannst Unterfirmen gründen. Das ist echt richtig geil. Mhm. Es ist sehr, sehr vielseitig. Also ich denke, das wird richtig gut werden, wenn es rauskommt. Klar, ich sag mal, die Zuschauerschaft bei solchen Games ist halt, ja, weiß ich nicht, es ist halt was komplett anderes, ne? Also naja, klar. Jawohl, das ist ja immer noch simulationsmäßig. Irgendwie. Ja, ist auf jeden Fall richtig krass simuliert. Ne? Also auch mit großen Statistiken und Steuern musst du zahlen und dies und das. Und bei Vergehen wirst du auch kurz im Knast und so ein Kram. Und wenn du nichts isst, dann landest du im Krankenhaus, musst Krankenhausrechnung bezahlen. Du kannst dein Haus einrichten, du kannst dir Autos kaufen im Autohaus und so. Das ist echt cool, also macht wirklich Spaß. Mhm. Ja. Da gibt es auch wieder diese. Das ist so eine Art Crowdfunding, so ein bisschen, weißt du? Aber jetzt nicht so über die normalen Seiten, sondern über die eigene. Und da kriegst du halt, glaube ich, bei Silber und bei Gold kriegst du dann so ein. Kostet, glaube ich, 29 oder 39. Ich habe das große jetzt genommen. Noch zwei DLCs mit dabei. Ja, das ist echt cool. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Cool. Aber es ist bis jetzt bestimmt nur in Englisch, ne? Nee, auch komplett auf Deutschland, 100%. Ach so, und so ist schon lokalisiert. Guck an. Ja. Schon komplett lokalisiert. Ist auch viel mit der Community gemacht worden. Ne? Mhm. Also viele Tester, die dann auch übersetzt haben und so. Klar, es ist nicht alles auf die ist ja mit Sprachausgabe, ne? Aber die ist halt auf Englisch. Aber es ist auch richtig mit Storyteil und so, Tutorial, wo du rangeführt wirst. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Aber wir sind gleich fertig, Randy. Ja, ja. Ein Träumchen. Das habe ich letztens irgendwann mal entdeckt. Da habe ich eine Demo zugespielt. Also so ein bisschen gezockt und dann
dachte ich mir so, ach, ist ja geil. Ja, und Flight Sim hat es mir auch angetan, irgendwie, ne? Ist halt auch geil. Ja, ja. Habe ich immer große Herzschmerzen dabei. Wenn es wieder heißt, wir gehen in die Lüfte. Da bete ich jedes Mal, Stefan, komm bitte richtig runter. Also ich bin einmal bisher abgestürzt aus Eigenverschulden. Der Rest war nicht meine Schuld. Sag das mal in der Realität. Was? Das war eine Realität. Hallo, hier ist der Kapitän Homer. Also ich bin bis jetzt nur einmal abgestürzt, weil ich selber dann schuld war. Die letzten Male, das war einfach ein anderes Flugzeug. Tut mir leid. Wobei, jetzt am Freitag war auch wieder wild. Und zwar bin ich mit realem Wetter gefahren. Es hat ja richtig gestürmt und geregnet, ne? Am Freitag. Es ist auch schon da richtig abgebildet. Da bin ich hingeflogen von Kopenhagen nach Frankfurt. Und erster Anflug, muss ich abbrechen, Windböe. Ging nicht. Durchgestartet, nochmal Ehrenrunde gedreht. Nochmal war ich kurz vor Boden, wieder Windböe, durchgestartet. Da bin ich in Düsseldorf gelandet. Aber manuell, weil das System ausgefallen ist. Ah ja. Das heißt, komplett mit Schleife alles manuell geflogen. Ne? Und runtergebracht, das Ding. Ey, Wahnsinn. Also auch sauber, ne? Ja. Aber. Nur für die Leute, die halt nach Frankfurt wollten und nicht nach Düsseldorf. Ja gut, die haben kostenlose ICE-Tickets gekriegt, ne? Na klar. Kennt man, ja. Ne, aber es ist schon, also ich... Es ist schon sehr speziell. Es ist sehr kompliziert. Wenn du das spielst, aber mir macht das Spaß irgendwie. Also mir macht das irgendwie Spaß. Ja, so. Hat ja auch sein Recht. Ich hab das ja damals, wo es rauskam, auch ein bisschen gespielt auf den Casual-Modus, ne? Hat ja, schon aber, was, ne? Gerade wenn du da mal so deine Gegenden überfliegst, ja, wo du halt wohnst, ne? Ja, ja. Was das so in der Umgebung ist, wie das so abgebildet ist, das ist schon nett gemacht. Ja, ja. Nee, und da gibt es auch so viele Inhalte jetzt. Jetzt habe ich noch ein cooles Tool gefunden, das ist zwar auch wieder Payware, nennt sich GSX Pro. GSX und da hast du dann auch richtige Leute, die einsteigen in die Maschine und Leute, die halt rumeilen. Ich weiß nicht, ob du letztes Mal reingeschaut ja, hast. Ja, ja, ja. Ja, hast ja gesehen, ne? Ja. Achso, das ist ein Add-on oder was? Das ist ein Add-on, ja. Kostenpflichtiges, kostet glaube ich 35 Euro oder so. Boah, nur dass Leute rumlaufen? Ja, weißt du, was so eine Maschine kostet, Randy? Ja, ich weiß, Flight Simulator ist generell übertrieben teuer. Ne? Ja, aber die Maschinen sind auch geil, ne? Also, sind schon richtig gut. Und ne, dann packen die auch richtig Koffer aufs Band und so. Also es ist schon sehr, sehr nice. Und dann auch hier mit Sounds noch mit dabei, du kannst noch anpassen. Und ein Zuschauer hat mir jetzt ein Livery gebastelt, also eine eigene Lackierung. Eine Home Airline-Lackierung. Voll geil. Die werde ich dann, wenn ich von der FSL wieder da bin, mal testen. Leute! Wir haben es geschafft. Ey, Wahnsinn, Alter. So, dann sprich mal ein paar Worte. Er muss ja hinten hinlaufen, aber dann mach ich. Nee, du musst einfach nur annehmen. Achso, ja gut. Den Dialogmodus. Nee, der ist bald nicht angezeigt. So gut. Was haben wir nicht? Wir haben es jetzt verpackt. Sprich mir der Bürgermeister. Doch, jetzt, ja. Ah, jetzt, Mensch, Randy. Endlich ist in der Flussschleife wieder Ruhe eingekehrt. Ja. Dieser Ort war immer schon friedlich und deshalb auch bei Feriengästen sehr beliebt. Ich hoffe, du fühlst dich ebenfalls wohl in dieser Stadt, ja, denn natürlich. Wir wissen deine Arbeit hier wirklich zu schätzen. Ja, natürlich. Ich für meinen Teil bin jedenfalls sehr erleichtert, dass noch jemand da ist, der versucht, etwas aufzubauen und das Richtige zu tun. Na klar. Wir sind gewissermaßen Gleichgesinnte. Und das ist doch etwas Gutes. Ich bin zuversichtlich, dass wir dank deiner Unterstützung diese Stadt in eine erfolgreiche Zukunft führen werden. Bis sie abgewählt werden. Richtig, ne? Durch uns. Doch. Jetzt kann ich nochmal teilnehmen. Okay. Gut. Ja, wir sind fertig, ne? Wahnsinn. Sogar wie wir die Schächte hier aufgetragen haben. Guck diese Abflüsse. Absolut sauber gearbeitet, würde ich sagen. Das läuft. Junge. Ja, damit ist die Bürgermeisterin durch. Wahnsinn. Komplett durch? Komplett durch. Verkehrswege komplett durch. Sind 1, 2, 3, 4 Rohdings, 4 Aufträge. Boah, dann musst du jetzt nur noch alle Fahrzeuge nochmal reparieren, den Polier kaufen und dann bist du fertig immer. Also noch einiges zu reparieren. Wir machen das mal mit jedem einzelnen Fahrzeug, wa? Ali, du musst das machen, glaube ich, ne? Oder zählt das auch, wenn ich das für dich mache?
Ach so, ne, den Polier, den kann ich kaufen für 100, ne, kannst Unternehmen beitreten, hab sofort zwei Aufträge gleichzeitig annehmen. Das ist aber, glaube ich, nur die normalen Aufträge, nicht die Kampagnenaufträge. Nee, normale. Und dann ja. Reparieren, ja gut, aber dann, wenn ich auf Firma L bin, das ist ja einfach nur ein neues Firmengelände, ne, mehr ist das ja. Nee, du kannst auch mehr Fahrzeuge auf dem Firmengelände hinstellen. Ja gut, braucht man ja nicht, das ist ja noch genug Platz. Ich habe ja alleine auf der Kiste schon 20 Plätze oder so. Ja. Du kannst von einer gewissen Art nur so und so viele Fahrzeuge auslagern. So, dann schaue ich das mal kurz hier zum Hof. Oder ich mach's noch einfacher, ich lager es einfach ein. Ich repariere mal ein paar Fahrzeuge, wa? Mach das. Dann mache ich die direkt hier per Schnellreise zum der Tankstelle. So habe ich das auch gemacht und so nach jedem Auftrag immer alle Fahrzeuge einmal dahin geschickt, weißt du, und dann repariert und dann kriegst du die Punkte. Und freue dich schon bei der nächsten Ausbaustufe, da musst du es nämlich 100 Mal machen. Oh ja. Oder 50 Mal irgendwie sowas. Ja. Boah, was sonst nichts zu tun hat, ne? Ja, klar. Vor allem, du stellst einen Mechaniker ein und nutzt ihn nicht, weißt du, wie ich meine? Ja, es ist auch wiederum richtig, ja. So, noch einen Fähigkeitspunkt zu vergeben. Ey, Wahnsinn. Hat auch noch, glaube ich, einen wieder, oder? Ja, hier noch einen. Oh jo, was nehmen wir denn hier? Schüttgutkapazität, hör mal, das habe ich noch nicht. Fitness? Du investierst in deine Fitness, sehr gut. Ja, das ist, dass er nicht so schnell heuchelt. Wahnsinn. So, was nehmen wir denn? Wir, so, wollen wir Prestige, Energie oder Kulturerbe? Warte mal, ich mach. Was, ich bin mal zum Beispiel gerade, oder ich habe schon angefangen hier die Prestige-Projekt. Das habe ich schon, da bin ich gerade noch dabei. Erneuerbare Energie, eine Parkanlage ist lustig, glaube ich. Die Biogasanlage, guck mal, hast du da oder nicht? Bei Bio oder was? Ja. Yeah. Stimmt, hinten. Zufahrtsparkanlage, Zufahrtsstraße, Biogasanlage und eine Windkraftanlage. Ja, oder? Hier hat Museum später, ne? Der ist aber auch richtig knackig, habe ich gehört. Strandbad, ja, das wird wieder viel Kranarbeit sein bei dem Prestige-Dinger, ne? Museum, viel, denk ja. Mal, ja, dann machen wir halt Ökomöko. Ökomöko? Na dann. Parkanlage. Niedrig, hoch. 400.000 bringt die. 6 Abschnitte. Ja. Willst du noch anfangen jetzt? Oh, wir können ja erstmal anhören, was sie will. Genau, dann machen wir das einmal, weil ich komme mal rüber hier. Nur einfach in den LKW neu springen. Ja, ich bin jetzt gerade einfach per Taxi. Ach so, das ist. Bezahlt, ja, habe ich gehört. Ja, es wird alles bezahlt, ja, als da. Sehr gut. Ach, die sieht ja richtig. Oh, nee. Frau Baerböck, was machen Sie? Baerböck. Baerböck. Baerböck, so, moin. Es freut mich, dich kennenzulernen. Och. Ich bin die Umweltbeauftragte der Stadt. Jemand, der mal mit anpackt und einfach das Richtige tut, kann diese Stadt wirklich gut gebrauchen. Vielleicht ist dir die alte Bauruine aufgefallen, die hier noch vor kurzem stand. Seit Jahren einsturzgefährdet und asbestverseucht. Die Anwohnerinnen und Anwohner sind erleichtert, dass das Ding endlich weg ist. Deine Aufgabe ist es, die ehemalige Brache in die umliegende Parkanlage zu integrieren. Was hatten die gegen Asbest? Weiß ich auch nicht. Billiger, guter, billiger Baustoff gewesen. Ja, weiß ich auch nicht. Lass mal angucken, das Ding hier. Ja. Ach, guck mal hier. Randy hat sein Auto wieder geparkt. Der gute Citroën. Also, die Autofrags, zerstört das Ding. Also, das muss ja dann alles mit Mobilkran gedöns. Ja, ja, klar. Irgendwie so. Aber ist erstmal hier zur Seite stellen. Ja, wäre ja lustig gewesen, hätte man das jetzt einmal mit der Hand machen können. Ja, so ein Auto mit der Hand weiß ich nicht. Also, Randy, merkst du selber, ne? Naja, das ist ein Spiel, Geschenk. Ja, da musst du auch immer aufpassen, Alter. Gott sei Dank kannst du dich ja zurücksetzen, ne? Wenn du hier mal komplett drin hängst, jetzt. Meine Fresse. Ey, nur ein Turnschuh, der ist kaputt. Ey, Wahnsinn. Ihr habt vor allen Dingen Turnschuhe auf dem Bau, ey. Ja, finde ich auch wild, ne? So, warte, ich bringe ihn da mal was hin. Ja. Ich kann auch einfach den Peilfinger hinnehmen. Schnellreise. Ich kann auch den Kran hinnehmen. Der ist immer noch verbuggt. Nee, verbuggt ist der nicht, aber da musst du ja trotzdem jedes Mal. Und guck mal, Stefan, ich hab da extra für Sie. Ach, hör mal, Randy. Hör mal. Da hab ich extra hier einen Kran, der gehört Ihnen. Ich kaufe ja jetzt alles zweimal. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass wir öfters noch hier gemeinsam spielen. Den gibt's auch in groß, ne? Ja, ich weiß. Der gehört Ihnen und ich gönn mir nämlich den großen, weil ich bin Chef.
Ja. Was kompensieren wir nicht? So. Wir fahren das Ding mal aus hier, ne? So, Leute. Bäm. Let's go. Aber macht schon Spaß mit dem Mobilkran hier. So, weg mit dem Auto hier. Schon wieder Meilenstein erreicht hier. Ja, Schnellreise. Ich bin doch Schnellreise-Experte. Ist ein bisschen größer als erwartet. Hoppala. Echt, Wendy? Ja, das ist ein bisschen größer, Kleine. Der Kleine vor allen Dingen. Oh Mann, ey. Na dann, Funktionsmodus. Let's go. Das Auto weg da. Wird natürlich mit 100% Bio-Strom hier betrieben, der Kran, ne? Ja, ganz klar. Sicher. So, ein bisschen gucken hier, wie das war. Ja. So, Leute. Sieht gut aus. Ach, warte mal, ich muss mich mal kurz anders drehen. Ah, nee. Ui. Alles sofort definierte Plätze sind. Ja. Boah, du musst sein, Randy. Nur dass es dann am Ende eh wieder verschwindet. Ja gut, es verschwindet ja im Nirgendwo, ne? Ja. Ui. Ne? So. Alter Strommast hier. Kommt einfach hier hin. Bing, sehr schön. So, ach, die Dinger müssen auch noch. Machen wir das gleich. Hä, wieso hast du gerade wieder Sachen weggepackt? Ne, ich habe einfach nur den Strommast dorthin gemacht. Den Strommast? Der Strommast, der hier hinten liegt, wo ich arbeite. Den hab ich da einfach hingestellt. Ach so. Hat da alles hin. Ist alles in Ordnung, Stefan. Gut, ich dachte, ich sehe schon wieder irgendwas nicht. Nimmt er den jetzt nicht? Ah, jetzt. Nee, pass es auf, bitte. Alles gut, ich habe alles unter Kontrolle. Solange sie das auch haben, kann nicht passieren. Das waren sie jetzt. Yeah. Ja! Dass sie da immer noch sind. Ich hab schon wieder eins abgeladen. Ja, ich komme ja nicht vorbei. Aber... Ja, ja, genau. Was für Zweige hier? Mal kurz gucken. Auch mit dir. Was ist denn los? Oh, scheiß Arm hoch. Teile hier. Dann sind noch die in der Platte, dann nehme ich noch das komische Rohr. Das macht mich voll wirsch, weil ich nicht meinen Armen sehe. Weil ich deinen Arm sehe, weißt du? Ah ja. Dann gucken sie einfach auf ihren Arm. Ja, ich habe keinen Arm drauf. Ich bin so hoch. Damit man nicht so oft absetzen muss, weißt du? Ah, ja. Stahlträger sind, glaube ich, hinter dir, ne? Naja, die sind hinter mir. Ich guck mal, wie weit ich das Ding da einfahren kann, ohne dass ich sie ramme.
Ah, wird nichts. Okay, schade. Ah, da muss ich ein bisschen weiter hoch. Und dran vorbei. Schön. Sehr schön. Das letzte Stück hier. Ach, da vorne liegt's. Nee, warte. Ja, jo, da. Aber ich glaube, da bin ich zu nah dran generell, ne? Aber das kann ich auch gleich durch die Höhe wieder ausgleichen. Da einiges durch die Höhe hier ausgleichen, das ist das Tolle an dem Ding. Nichts, ne? Ja, es geht, es halt entfernt, ne? Ja, ja, gut, wie es in der Realität dann halt auch ist, ne? Ja, ja, gut. Musst du aber schon hart abschätzen können, woher es ist. Das stimmt, ja. Ja, dann ich verstehe. Bin auf dem Auto drauf, ja. Benni, Schwerter kreuzen ist nicht, ne? Alles gut. Oder? Nee, okay, nicht alles gut. Aber jetzt sagst du, der Kreuz ist schwierig. Jetzt drehe ich halt in die andere Richtung. Klar. Leute, jetzt hat er das nicht. Ach komm, die kommen hier von ihm. Abgelegt. Muss es und dann runter, ne? Ja, so war das. So, ein Teil hast du noch, da fahr ich schon mal rein hier, ne? Ein Teil habe ich jetzt noch, ne? Gut, dann sind wir zurück und fahr mal beiseite. Wollen Sie das? Sehr gut. Und Abfahrt. Oh. Das ist ja eine Parkanlage, ne? Ja. Ja, wir sollen einfach nur die Parkanlage, die da drüben ist, erweitern. Mhm. Ja, Alles gut. Merkst du, was das hier für ein Wind ist? Ist ja Wahnsinn, ne? Da musste hier, Alter, guck dir das an. Ein halber Sturm. Ich muss erst mal kurz absetzen hier, dass es sich wieder beruhigt. So, sehr schön. Bauvorbereitung. Gut. Bereich ebnen. Ja. Nö. Wir sind aber erstmal fertig. Schlüpfe ich aber immer noch wieder. Ja. Möglich. Gut, dann in dem Sinne, meine Süßen, sind wir erstmal wieder fertig für den Part. Da danke ich natürlich wieder fürs Zuschauen. Schaut gerne beim Stefan rein. Und guck mal, hier liegt noch ein Schild. Das haben wir wohl vergessen oder ich hab's mit reingetragen. Eins von beiden. Naja, und dann bis zur nächsten Folge, wo wir halt hier die schöne Parkanlage weiter einebnen. Tschüss. Ciao.